Kommt euch dieses Projekt irgendwie bekannt vor? Habt ihr das schon mal geöffnet und oder irgendwo mal gesehen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich löse es bestimmt noch auf, woher dieses Modell stammt oder woher ihr es kennen könntet. Man sieht aber hier schon ein Lambda-Zeichen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, oder ein A. Gut, was machen wir denn heute? Heute machen wir eine Ebene aus komplexen Bauteilen, wie zum Beispiel von einer Treppe. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Das könnt ihr nämlich auch bei einer Rampe anwenden. Da könnt ihr auch Bezugsebenen rauslösen. Um das Ganze zu machen, möchte ich jetzt erstmal in den Objektmanager rein. Wenn ihr den Objektmanager wieder nicht parat hier habt, dann an einer freien Fläche von eurer Oberfläche oder Benutzeroberfläche, dann Rechtsklick und dann klickt ihr einmal hier auf Objekte. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Und dann ist auch die Objektoberfläche da. Jetzt sehen wir hier ganz viele Teilbilder. Ich deaktiviere einfach alles. Und ich möchte also an die Treppe ran. Jetzt schauen wir einfach mal, wo die Treppe drin ist. Gut, ich habe sie schon markiert im Ground Floor. Schauen wir das an. Ja, hier ist eine Treppe, die will ich haben. Ich klicke einmal auf den Treppenmodellierer drauf. Also wenn ich mit der Maus über die Treppe gehe. Und trifft auch an der Kante, die nur für dieses Treppenmodell zutrifft, dann sehe ich in der Kurzinformation Treppenmodellierer. Das heißt, okay, ich bin jetzt an der Treppe, nicht an der Wand oder sonst irgendwas. Genau dieses Bauteil möchte ich haben. Steuerung Cäsar. Mit Steuerung Cäsar kopieren wir. Also. Und nicht ausschneiden bitte. Und überhaupt, wenn ihr Sachen aus einem Teilbild, das zu dem Modell gehört, in ein anderes Teilbild ausschneiden und einfügen wollt, dann funktioniert das meistens nicht wegen zugehörigen Schnitten. Dann könnt ihr entweder den Trick verwenden, dass ihr zum Beispiel jetzt diese Treppe verschiebt um minus 1000 Meter, kann es sein. Ich lasse mir den ganzen Bildschirm darstellen, weil es jetzt bei minus 1000 Meter ist die Treppe. Jetzt könnte ich sie ausschneiden, ins andere Teilbild einfügen und dann wieder um 1000 Meter zurücksetzen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Oder es ist natürlich auch möglich, das Ganze einfach zu kopieren. Kopieren müsste aus meiner Sicht immer funktionieren. Ja, ich glaube, kopieren müsste gehen. Es kommt jetzt auf den Schnitttypen drauf an, welchen ihr benutzt, aber meist müsste kopieren immer funktionieren. Also Treppenmodellierer, wir bearbeiten und kopieren und wechseln das Teilbild. Irgendwo an einer freien Fläche im Teilbild Doppel-Linksklick. Wenn keine Funktion vorhanden ist, dann sollten wir auch in die Bauwerkstruktur gelangen. Und in der Bauwerkstruktur haben wir natürlich die Auswahl von unendlich vielen Teilbildern, nicht ganz, die sind schon begrenzt, aber ich bin jetzt hier. Ich war jetzt im Ground Floor und habe mir schon mal ein Teilbild angelegt, das heißt Treppe Ebene. Damit möchte ich diese Ebenen drin haben. Doppelklick drauf. Jetzt haben wir nur dieses eine Teilbild aktiv, alle anderen deaktiviert. Wir müssen nicht uns irgendwie durchklicken durch den ganzen Sumpf und sagen, dieses Teilbild nein, 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 nein. Also nicht von 100 Teilbildern alle nein sagen. Nein, wir wollen nur in dieses eine Teilbild rein. Wunderbar. Wenn ich jetzt ganzen Bildschirm darstellen mache, dann sehe ich, es ist leer. Mit Steuerung Alt und V kopiere ich die Treppe an die Originalposition. Warum an die Originalposition? Also mit Steuerung V könnte ich jetzt die Treppe einfach irgendwo absetzen. In einem leeren Teilbild weiß ich nicht, wo genau der Absetzpunkt ist. Mit Steuerung Alt V wird es an die Originalposition eingefügt. Das heißt, wenn ich jetzt das Teilbild Ground Floor mit aktiviere, aber passiv, dann ist genau die Treppe über der anderen Treppe. Wenn ich jetzt meine aktive Treppe zum Beispiel jetzt verschiebe, dann sieht man darunter ist noch das Original. Ich mache Steuerung Z. Mit Steuerung Z könnt ihr übrigens jederzeit Optionen und Aktionen und Funktionen rückgängig machen. Es funktioniert nicht nur in Allplan, sondern in allen Bereichen. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn ich hier, ja genau, Bauwerk leiten Music-Ordner, bei mir im Explorer, ich lösche die Wiedergabenliste, sage ja und dann nehme ich, oh Mist, oder ich habe irgendwas aus Versehen ins falsche Verzeichnis verschoben und das vielleicht auf dem Server beim Kollegen oder sonst irgendwas. Dann einfach kurzhand Steuerung Z und schon ist das Ganze wieder da.
Genau dasselbe System funktioniert natürlich mit Allplan. Okay, jetzt haben wir hier die Treppe in unserem Teilbild. Ich möchte jetzt den Ground Floor deaktivieren, Treppe Ebene aktivieren. Das Ganze hätte ich auch über den Objektmanager machen können. Zeige ich euch schnell mal. Wir schalten die Ground Floor auf Gelb zwecks mir und können jetzt hier über das Teilbild die Aktivität steuern. Entweder das, was grau schalten, dass es wieder nicht bearbeitbar ist, also ich kann nichts verändern dran, oder gleich deaktivieren. Dann verschwindet es auch hier im Objektmanager. Funktioniert schneller, als wenn man die Bauwerkstruktur aktiviert. Muss man sich aber ein bisschen aneignen, denn ich glaube, man ist anderes gewöhnt einfach. Aber ansonsten ist es wirklich schneller. Gut, ich als Tagwerksplaner, ich habe keinen Bock auf das Modell der Setz- und Trittstufen, deswegen möchte ich die entfernen. Ich mache einen Doppelklick auf mein Modell und nicht auf Grundriff, sondern auf Elemente gehe ich dann, deaktiviere mir die Stufen, den Unterbau auch, die Mitte benötige ich und fertig. Schließt das Ganze. Jetzt schaut das Ganze aus wie eine Fertigteiltreppe, wie eine schön frisch betonierte Treppe. Wunderbar, so möchte ich die haben. Und jetzt möchte ich die bearbeiten. Die kann übrigens auch gewendet sein. Das ist wirklich völlig egal. Das Prinzip ist dasselbe. Was mache ich jetzt mit dem? Jetzt möchte ich diese Treppe auflösen, damit es ein 3D-Modell wird. Wie mache ich das? Dazu müssen wir das Makro auflösen. Das wird nicht im Kontext angezeigt. Also wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick mache, Moment, hatte ich aber nicht, dann erscheint es jetzt nicht. Am besten zoomen. Denn das ist jetzt ein Befehl, den man nicht so oft hat. Ich sage jetzt mal Makro. Ich glaube, wenn ich Auflösen eingebe, dann kommt es auch. Ich lasse mir die Actionbar anzeigen. Wunderbar. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeiten, mit dem Next-Menü den Auflösemodus zu wählen. Entweder komplett oder soll es noch verkettet bleiben. Ich möchte, dass es komplett aufgelöst wird. Die Layer-Zuordnung, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich nehme die Layer der Elemente und nicht die alle Elemente übernehmen vom aktuellen Layer. Dann wird es nämlich so ein Standard-Layer. Möchte ich nicht. Jetzt möchte ich natürlich noch die Bauteile alle auswählen. In dem Fall ist es nur der Treppenmodellierer, deswegen einen Klick reicht. Ich sehe hier rot markiert, wunderbar. Ich sage anwenden und schon ist das Wunder geschehen. Ich escape hier ein paar Mal und schließe auch dieses Fenster. Und jetzt, wenn ich mit meiner Maus drüber fahre, sehe ich, oh Mist, wo ist es denn jetzt hier in 3D-Bildchen hin? Das sind ja Polygonzüge und Linien. Ja, jetzt ist es aufgelöst worden in ein 2D-Bildchen oder in 2D-Elemente. Ich mache wieder STRG Z und sage, okay, ich möchte es aber gar nicht so aufgelöst haben. Ich möchte es in 3D-Flächen aufgelöst haben. Dazu wechseln wir einmal in die Isometrie, hier unten. Und jetzt machen wir denselben Befehl nochmal. Makro auflösen, den können wir hier aktivieren. Wir klicken einmal auf den Treppenmodellierer, sagen jetzt anwenden und escapen. Gehen in den Grundriss rein und sehen jetzt, okay, das 3D, also es sind jetzt keine 2D-Elemente mehr, sondern es ist ein 3D-Körper. Und den 3D-Körper können wir auflösen in eine Mantelfläche. Hier ist der Befehl Mantel, den könnt ihr euch auch suchen. Mit Mantel muss ich erstmal sagen, welches 3D-Objekt, sage ich hier. Und jetzt muss ich mir die einzelnen Stufen suchen. Das mache ich am Anfang hier so, da klicke ich mich noch durch. Ich werde den Bewegungsmodus hier deaktivieren und klicke auch diese Stufe an. So, so, so. Jetzt habe ich die ersten paar Stufen erreicht und jetzt könnte ich so häppchenweise mit blau markieren, nicht mit grün. Ihr wisst Bescheid, hoffe ich. Und die untersten, die klicke ich jetzt nochmals einzeln an und schon haben wir die erste Ebene dann. Mit Rechtsklick lösen wir die Summenfunktion auf und wir haben hier den Mantel, Abstand 0 wählen. Wunderbar, so wollen wir das haben. Muss ich da ändern? Nee, Escape muss ich drücken und schon haben wir das aufgelöst. Ich verschiebe mal diese 3D-Fläche um 2 Meter nach rechts. So, jetzt sehen wir hier, wie cool ist denn das? Jetzt haben wir diese 3D-Fläche aufgelöst. Selbe Spielchen jetzt nochmal mit der Unterseite. Jetzt wird es ein bisschen trickreicher, muss ich sagen, genau. Wir machen aber dasselbe, also wir machen den Mantel und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen in die 3D-Perspektive rein. Können wir das von unten? Oh, machen wir mal verdeckt. Oh, besser.
Sonst ich war mir jetzt gar nicht sicher, wie rum das gedreht ist, aber ihr seht selber mit verdeckt funktioniert es eigentlich ziemlich gut, glaube ich. Ja, machen wir mal den Bewegungsmodus wieder aus. Sagen hier die Unterseite. Dann das hier. Oh Gott, hey, komm, bitte zeig mir doch das richtig an. Das hier und hier nochmal. Brauchen wir die Fläche? Nee. Die brauche ich, die brauche ich, die brauche ich. Ich mache einen Rechtsklick und escape wieder hier. Dann auf meine Löschfunktion. Bei mir ist die auf meinem Block 4 und lösche meinen 3D-Körper. Und jetzt habe ich die zwei Flächen. Ich gehe wieder in den Grundriss, verschiebe mir diese 3D-Fläche um 2 Meter nach links. Und jetzt habe ich meine zwei Flächen übereinander. Ich weiß gar nicht, ob man das da hinten noch brauchen würde. Und ob ich die Fläche da oben drauf. Nee, eigentlich brauche ich nur oben und unten. Weiß jetzt nicht, ob das stört. Könnte sein. Dann können wir es ja mit dieser Funktion mit 3D-Körper mit Ebene trennen, abschneiden. Egal. Jetzt soll jetzt hier erstmal bloß ums Prinzip gehen. Ich hole mir jetzt noch die Ebenenfläche mit einem Rechtsklick an einer freien Benutzeroberfläche und suche mir Ebenen. Wunderbar. Und den füge ich jetzt hier ein. Jetzt wollen wir ja noch die Bezugsebenen einfügen. Haben wir jetzt noch, was heißt dumme, wir haben halt einfach 3D-Flächen und machen einfach Rechtsklick auf die 3D-Fläche. Und wo ist es? Wer hat das als erstes gesehen? 3D-Fläche in Bezugsebene. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Treppe oben, also TO zwecks mir oder Oberseite TR. Reicht doch. Verschwindet jetzt auch. Und jetzt haben wir noch diese 3D-Fläche, Rechtsklick. 3D-Fläche in Bezugsfläche und sagen Unterseite TR. Dann aktivieren wir jetzt endlich unsere Ebenen. Im Erdgeschoss Rechtsklick eine Bezugsebene einfügen. Bezugsfläche aktivieren. Schaut mal auf Draht zurück, sonst sehen wir es nicht. Das war jetzt das Problem. Bin ich kurz erschrocken. Ja, jetzt können wir die Bezugsfläche auswählen. Nehmen wir erstmal die untere. Unterseite TR bestätigen. Und dann können wir noch eine Bezugsebene einfügen und klicken auf die obere. Anwenden. Ihr merkt, dass wir die Unterseite Treppe, hä, ist es die Ober? Irgendwas ist da schief gelaufen, egal. Dann machen wir halt Bezugsebene einfügen, die untere und sagen anwenden. Ja, wir wollen aber noch eine einfügen. Die einfügen. Jetzt hat funktioniert. Okay. Und bestätigen das Ganze. Jetzt hat es funktioniert. Anwenden. Und jetzt haben wir die Bezugsflächen für die Treppe erstellt. Und wie gesagt, funktioniert auch für Rampen und so weiter und so fort. Und mit der Mantelfunktion könnt ihr schön 3D-Körper auflösen in Flächen. Funktioniert auch bei runden Wänden oder polygonisierten Wänden. Einfach umwandeln in 3D-Körper und auflösen. Na, könnt ihr da eine Abwicklung zu Max mir auch machen? Gibt ja auch den Rundschnitt im Brückenbau, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das gehört jetzt eigentlich gar nicht hierher. Wichtiger ist, dass ihr wahrscheinlich hier jetzt irgendwo in dem linken Bereich Videos angezeigt bekommt oder eine Playliste und rechts unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr solltet aber nicht bloß den Kanal abonnieren, ihr solltet natürlich auch dieses Video liken. Und jetzt komme ich nur zur Auflösung. Wisst ihr, welches Projekt ihr da gesehen habt am Anfang? Natürlich ist es das Hello Alplan Leistungsphase 5 Modell von 2023. Daher habt ihr das gekannt. Und ja, für das nächste Video. Genau, also bis gleich. Bis zum nächsten Mal.